Mosel ist mit 544 Kilometern der zweitlängste Nebenfluss des Rheins. Sie entspringt in Frankreich in den Vogesen und mündet in Koblenz in den Mittelrhein. Das deutsche Moseltal ist geprägt von vielen Flussschlingen sowie von Weinbergen. Das Weinanbaugebiet der Mosel hat eine Gesamtfläche von etwa 10.540 Hektar. Zahlreiche Rebsorten werden hier angebaut, die bekannteste davon ist der Riesling. Laut der Internetseite planetwissen.de gibt es auf deutscher Seite der Moselregion rund 3000 Weinbauern, auch Winzer genannt. Der Name Mosel bedeutet laut der Internetseite Wikipedia kleine Maas. Untergebracht waren wir im gemütlich eingerichteten Weinhaus Traube in dem Ort Ernst, ca. 5 Kilometer von der Stadt Cochem entfernt. Mehr Infos zum Hotel gibt es unter www.weinhaus-traube.de. Natürlich habe ich auch wieder viele Fotos gemacht. Und an allen drei Tagen war jeweils eines davon im niederländischen Fernsehen zu sehen. Am ersten Tag hat es dieses hier in den Wetterbericht geschafft. Ook temperaturen die ruim boven de 20 graden uitkwamen. Daar ontstonden ook wat buien. En je ziet ook dat de bewolking daar wat meer aanwezig is dan bijvoorbeeld in Spanje. Freitag, 12. Juli 2024. Meine Mutti und ich, wir sind in Cochem. Dort besichtigen wir zuerst das Wahrzeichen der Stadt, die Reichsburg. Sie thront auf einem 154 Meter hohen Berg oberhalb von Cochem. Erbaut wurde die Reichsburg vermutlich im Jahr 1000. Urkundlich erwähnt wurde sie erstmals im Jahr 1051. Am 19. Mai 1689 wurde sie von französischen Truppen in Brand gesteckt und danach gesprengt. Im Jahr 1868 kaufte der Berliner Kaufmann Louis Ravenet das Grundstück für 300 Goldmark und ließ die Burg wieder aufbauen. Seit 1978 ist die Reichsburg im Besitz der Stadt Cochem. Sie ist ein gern besuchtes Ausflugsziel. Von der Burganlage aus hat man einen herrlichen Ausblick auf die Mosel. Mehr Infos gibt es im Internet unter www.reichsburg-cochem.de. Nach der Besichtigung der Reichsburg bummeln wir noch ein bisschen durch Cochem. Außer der Reichsburg gibt es hier noch viele andere Sehenswürdigkeiten, die wir jedoch aus zeitlichen Gründen nicht besucht haben. Die wunderschöne Stadt Cochem ist mit knapp über 5000 Einwohnern die kleinste Kreisstadt Deutschlands. Zugleich ist sie die größte Stadt des Landkreises Cochem-Zell. Urkundlich erwähnt wurde Cochem erstmals im Jahr 866. Im Jahr 1332 erhielt sie die Stadtrechte. In der Altstadt von Cochem, welche im Mittelalter entstanden ist, prägen zahlreiche historische Bauten das Stadtbild.
Die Architektur am Marktplatz und in den Gassen stellt das Leben und Handwerk der letzten Jahrhunderte dar. Weitere Infos gibt es unter www.cochem.de. Und auch heute war wieder eines meiner Fotos bei RTL Nederland zu sehen. Het Moezelgebied in Cochem, nou, toch aardig weer met temperaturen bijna een zomersniveau. Wel wat stapelwolken en een enkele bui kon daar nog voorbij trekken. Maar over het algemeen was het prima vakantieweer vrij dicht bij huis. Samstag 13. Juli. Heute unternehmen meine Mutter und ich etwas auf eigene Faust. Per Ausflugsdampfer geht es nach Beilstein, rund 5 Kilometer von Ernst entfernt. Hier einige Impressionen von der Schiffsfahrt. Nach circa 40 Minuten legt das Schiff in Beilstein an. Urkundlich erwähnt wurde der Ort erstmals im Jahr 1268. Zu Beginn des 13. Jahrhunderts erhielt er das Stadtrecht. Seit Beginn des 14. Jahrhunderts war Beilstein über 600 Jahre lang der Ort mit der bedeutendsten jüdischen Gemeinde des Landkreises Cochem-Zell. Heute jedoch erinnert fast gar nichts mehr an diese Zeit. In den Jahren 1688 und 1689 wurde Beilstein von französischen Truppen verwüstet. Doch seit dem Wiederaufbau hat das Städtchen eines der am besten erhaltenen historischen Ortsbilder an der Mosel. Deshalb wird Beilstein im Volksmund auch liebevoll das Dornröschen der Mosel genannt. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts wurde in Beilstein die Karmeliterkirche St. Josef errichtet. Gewidmet wurde sie dem heiligen Josef von Nazareth. Die Arbeiten an der Innenbemalung und der Orgel zogen sich bis in die 1750er Jahre hin. Ab 1987 wurde die Kirche restauriert. Bei der Innenrenovierung im Jahr 1994 stellte man die ursprüngliche Farbgebung wieder her. Mehr Infos zu Beilstein und seiner Kirche gibt es auf beilstein-mosel.de und beilstein-stadtführungen.de. Nachdem wir wieder aufs Schiff gestiegen sind, gibt es noch ein Glas echten Moselwein. Na dann, Prost! Und was Fotos betrifft, kann ich sagen, aller guten Dinge sind drei. Zo een graad of 25 of zelfs nog iets warmer. Wel met wat stapelwolken, maar met ook redelijk wat blauwe lucht. Tja, auch der schönste Kurzurlaub geht leider irgendwann einmal zu Ende. Am Abend des 13. Juli fand direkt gegenüber unserem Hotel ein Weinfest statt. Musikalisch begleitet wurde es vom Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz.
Ich hoffe, dass mein Reisekurzfilm gefallen hat. Und vielleicht denken ja Leute, die ihn gesehen haben, nun auch darüber nach, einmal an die Mosel zu reisen. Diese Region ist auf jeden Fall eine Reise wert. Ich sage nun Tschüss, Ricardo.